Ja. Der nächste Uri Geller. Hallo Herrschaften und herzlich willkommen auf dem Genfer AutoZone 2008. Und hier gleich das erste große Ding hier. Wir stehen jetzt hier bei Lotus und zwar, Lotus hat jetzt hier ein fertiges Konzeptcar hingestellt, das auch fährt und zwar mit dem Namen 270e Tree Fuel. Lotus hatte schon einmal einen Vorgänger, den 265e, und der 265e, den konnte man nur mit Ethanol betanken. Okay, this is a car that runs on gasoline, methanol and ethanol. And ethanol is E85. What we're looking for really is a vehicle here that will run on any of those fuels in any combination, and hence the tri-fuel name. One of the reasons for the colouring is that we wanted green, obviously, because it's a green bio type fuel. Yellow is usually associated with ethanol, and black we thought, well, gasoline is a good combination. So it's three colours really to say it's a green alcohol vehicle. Do you have the next steps with this car? Is it getting sometimes batteries inside or something? Well, the reason that we undertook this project was to look at the possibility of running tri-fuel, and we've proved that you can do that with some changes to the engine management system, but also to open up a debate to say, why couldn't we have a liquid methanol fuel in the future? And so we'd like to throw the challenge down to the industry to say, here's a car that runs on methanol, can you supply the fuel? If I can say, the advantages of alcohol fuels is that they're very suitable for gasoline engines. The octane rating is high, hence we have more power on methanol and ethanol than we do on gasoline. They're a liquid fuel, so they're easy to handle, and they are also potentially a sustainable fuel, so they are independent of fossil fuels, which is great for the future. Everybody talks about a hydrogen economy. If we have hydrogen, if we can produce hydrogen in the future, it's a very difficult method of fuel vehicles because of the high pressures that you have to transport or the low temperatures. If you have hydrogen and you combine it with CO2, you can make methanol, and therefore it becomes a liquid fuel and much easier to handle. What will this car cost? Well, this vehicle is not a production vehicle and is not intended to be. It's a research platform for Lotus Engineering. But the technology that we've employed is very, very simple. And so changes to the engine management system, which are relatively small, and sensors in the fuel system. So as a technology, it's a relatively cheap technology compared to other methods of low CO2. This car is completely road legal. You can run on the road with any fuel that you have, either methanol, ethanol or gasoline. The performance changes. If you're on gasoline, it's 240 brake horsepower, on ethanol 265, and on methanol 270 brake horsepower, hence the name. You have really great engineers. Good. Try to hold them. Absolutely. Okay. Try to hold them is a good pun. Yes. Thank you very much for the interview. Okay. Have a nice time. Thanks. Bye bye. Daihatsu Copen. Den gibt es ja natürlich auch schon länger, und zwar aber bis dato nur als Rechtslenker. Das hier ist jetzt nun der Linkslenker, und zwar ist es hier anscheinend eine Sportausstattung mit allerlei Tuning-Zubehör. Was auch sehr interessant ist, ist vor allem, für diesen Preis gibt es in dieser Größenkategorie keinen Roadster oder kein Cabrio mit einem Festdach. Und vor allem, es geht per Knopfdruck auf und zu. Da kostet das Auto also quasi sage und schreibe knapp, ja, 16.500 Euro, oder? Ja, so ist es. Jetzt habe ich hier schon gesehen. Drücken. Drücken. Ja, fest drücken. Festig. So ist recht. Wow. Ja, das dauert jetzt einen Moment. So, bis Pieps macht. Noch weiter. Wann piepst's? Ah. Und jetzt hier einfach nach vorne. Und jetzt hat zweimal gepiept. Nochmal. Wow. Und weiterziehen. Also ich muss halten. Ja, halten quasi. Halten. Ziehen. Gezogen halten. Halten. Gezogen halten. Sieht man das so? Ich glaube schon.
Der Apollo von Gumbert, den gibt es auch in einer Mattlackierung. Also Mattlackierungen sind anscheinend zurzeit auch ziemlicher Trend. Es gibt hier noch einige Hersteller, die auf Mattlackierungen setzen. Und es sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. Also es erinnert mich so ein bisschen an einen Militärdüsenjäger. Ein ganz neues Fahrzeugkonzept präsentiert uns Nissan mit seinem Pivo 2 hier. Das Witzige an dieser Geschichte, vorne sieht man, hat dieser Pivo 2 einen kleinen Navigationscomputer, der einem sowohl beim Einparken hilft, als auch beim Wegfinden in der Innenstadt. Hier sehen wir nun beim Highlight dieser Messe, und zwar bei der indischen Rudis Resterampe, und zwar hier gibt es den Nano von Tata. Der Nano von Tata kostet sage und schreibe in dieser Version, wie er hier steht, soll er 1.700 Euro kosten. Also das ist wirklich unschlagbarer Kampfpreis, denn wir sind doch nicht blöd, und außerdem, ich wolle Auto kaufe und ich habe das Geld auch bald dabei. Ich hoffe, dass ich ihn vielleicht gleich mitnehmen kann. Sieht von außen aus wie ein Smart, riecht von innen wie eine Lackiererbude. Anscheinend alles zusammengetackert, geklebt, aber mein Gott, für 1.700 Euro und in Indien ist es vielleicht Standard. Sicherheitsvorschriften, die indischen erfüllter. Was will man mehr? Ab auf die Straßen damit. Der Nano von Tata. Feierte der Scirocco von VW hier das erste Mal seine Premiere. Jetzt, 34 Jahre später, ist er wieder hier und er präsentiert sich in neuem Gewand. Tja, viel ist vom alten Design nicht mehr übrig geblieben, aber er kann sich nach wie vor sehen lassen. Und naja, er ist ein bisschen schwerer geworden, genauso wie ich. Er ist ja schließlich auch genauso alt wie ich. VW Scirocco, how old are you? 28. I had to the old one, so I have good experience with that. Do you like the new design? I didn't look at it at all, but as far as I looked, it's nice. Ja. The next Uri Geller. Bisschen wackelig hier. And what do you think about it? I think it's very nice. I like it. Looks like a golf interior, no? Yeah, I think so. Riesentüren hier, Riesentüren. Und vor allem hier, das sieht aus wie ein Kleiderbügel, aber es hat seinen gewissen Charme. Also, bestimmt lustig. Und hier hinten ist die Öffnung für den Kofferraum. Das, was ihr vorher gesehen habt vom Nano, das war ja sogar schon die Luxusversion. Wir haben hier jetzt auch noch die richtige, normale Version gefunden. In dieser wunderbaren, schönen Postkastenfarbe. Was auch noch zu erwähnen wäre, der Nano von Tata, man kann ihn hinten nicht aufmachen. Man muss den Kofferraum durch die innere Rücksitzbank betätigen, laut Pressemitteilung. Sehr interessant. Aber ein Viertürer. Also. Und für die indischen Großfamilien gibt es auch Dachgepäckträger, damit alle Gottheiten mit auf Reisen gehen können. Der Skorpion ist wieder da. Und zwar Abarth hat jetzt wieder eine neue Rennsemmel getuned, und zwar den neuen Fiat 500. Und was Abarth aus diesem Teil rausgeholt hat, ist wirklich bemerkenswert. Also Hut ab, und wo der Skorpion drauf ist, da werden auch kleine Dinge ganz schön giftig. Pininfarina mit einer genialen Designstudie das Heck überzeugt. Also das ist wirklich ein sehr, sehr ansprechendes Hinterteil eines Autos. Aber leider nur eine Konzeptstudie bis dato, denn ich glaube, so eine Heckpartie könnte doch einiges an Auffahrunfällen produzieren. Wir stehen jetzt hier nun am Stand 3222, und zwar sollte hier auch der Zenz Sportwagen stehen. Steht er nicht, und keine Ahnung, wo er ist. Excuse me, sir. Do you know where the Zenz Sportwagen is? Where is it? The Zenz, it's his said yes. No, I don't know anything about it, you know. Ah, okay, you're not from Zenz. No, sorry. Ah, okay. I'm from KOK Makaz. Okay, thank you very much. Thank you very much. Yeah. Okay. Sorry. Okay. Also Zenz hier nicht auffindbar.
Zenz ist auch ein 3-Liter-Auto, also beziehungsweise soll auf 100 Kilometer 3 Liter, unter 3 Liter sogar verbrauchen. Genauso wie der Loremo. Der Loremo hat es wenigstens nach Gen 4 geschafft. Ja, Zenz wird wahrscheinlich morgen erst kommen oder übermorgen, keine Ahnung, wann er halt die 3 Liter Sprit zusammenkriegt. Hier in der Schweiz.